Hi, war für euch 2020 auch ein Jahr, das irgendwie nicht enden wollte, aber gleichermaßen richtig schnell vorbei war? Weil für mich war es so ein Jahr. Für mich war es ein Jahr, in dem irgendwie total viel passiert ist, aber für mich persönlich die Welt stehen geblieben ist. Es war so, als hätte im März jemand die Pause-Taste gedrückt und gesagt, Katharina, setz dich mal dahin und warte. Und dann war plötzlich Dezember, das Jahr war rum. Und ich saß immer noch da und habe gewartet. Und habe jetzt einfach für mich entschlossen, 2021 soll doch bitte ein bisschen anders werden. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mal überlegt, was steht dieses Jahr alles für mich an, was möchte ich erreichen, was möchte ich ändern und habe ein bisschen meine Ziele festgehalten. Eines der größten Themen für mich ist jetzt erstmal mein Studium zu beenden. Weil das war ein Thema, das ich tatsächlich auf die Pausetaste geschoben habe. Im letzten Semester habe ich ja sehr wenig für mein Studium getan, was keine gute Idee war. Also irgendwie schon eine gute Idee war, weil alle Professoren und alle, mit denen ich irgendwie drüber geredet habe, zu mir gesagt haben, ja Katharina, jetzt bewerben ist gerade richtig dumm. Wenn du kannst, schieb's raus, zöger's raus und warte darauf, dass die Situation sich verändert. Ich meine, wir sind jetzt 9 Monate innerhalb dieser Pandemie. Dass es sich in den nächsten Monaten krass verändert und deutlich besser wird, ist eher unwahrscheinlich. Von daher möchte ich nicht länger warten und möchte deshalb jetzt auch mein Studium beenden. Den ersten Schritt habe ich dafür schon gemacht. Ich habe meine Thesis angemeldet. Sprich, ich habe ein Abgabedatum. Bis dahin muss ich fertig sein. Ich muss aber noch eine Präsentation halten und ich muss das Ding natürlich auch erstmal schreiben. Das steht jetzt alles in den nächsten Monaten an und das möchte ich angehen. Und das möchte ich auch gut abschließen. Den Anspruch habe ich dann doch auch an mich. Und damit verbunden ist auch gleich mein zweites Ziel, ich möchte einen Job finden. In der aktuellen Situation sollte man sagen, jeder Job ist ein guter Job. Aber darauf habe ich eigentlich keine Lust. Also an dem Punkt bin ich gerade noch nicht. Ich möchte einen Job, auf den ich Lust habe, wo ich mit Freude hingehe. Ich hatte Jobs, wo ich mit Bauchschmerzen jeden Morgen hin bin. Das möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte gerne einen Job haben, wo ich sage, das ist ein cooles Team. Das sind coole Aufgaben, darauf habe ich Lust und das möchte ich echt gerne machen und so einen Job möchte ich finden. Also das ist gerade mein Ziel, einen Job zu finden, wo ich jeden Tag gerne hingehe. Oder im Homeoffice sitze wahrscheinlich eher. Naja. damit verbunden ist auch wiederum, dass ich eine Wohnung brauche oder finden möchte. Ich bin aktuell in einem Studentenwohnheim und dann hätte ich gerne eine Wohnung, die ich einfach mal schön einrichte. In den letzten 3, 4, 5 Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, wusste ich immer, okay, das ist jetzt nichts, wo ich längerfristig drin leben werde. Und deswegen hat es sich irgendwie auch nie angeboten, die besonders schön einzurichten, zu dekorieren. Ich habe nie gestrichen oder tapeziert oder sowas, das besonders wohnlich gemacht, sondern habe einfach ja, mit dem gearbeitet, was da war. Habe da mein Zeug reingeschmissen. Bei den Möbeln war ich auch so nach dem Motto, naja, es ist praktisch und günstig. Also nehme ich das und nicht unbedingt, wow, das ist ein Teil, von dem ich lange was habe, was mir super viel Freude bereitet. Die Kohle war halt auch einfach nicht da. Die Kohle ist aktuell immer noch nicht da. Deswegen Job und dann die Wohnung schön einrichten. Das ist so ein Ziel für 2021, dass ich einfach ein schönes Zuhause mir erstelle, mir schaffe. Was ich in der Vergangenheit auch nicht hatte, war ein Sparplan. Also mir zu überlegen, wo gehen eigentlich meine Finanzen hin, was spare ich, wie spart man? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe schon das eine oder andere aufgeschnappt und mir überlegt, was man machen könnte, aber ich habe mich damit noch nie wirklich beschäftigt und mir überlegt, was ich da genau machen möchte. Und das möchte ich jetzt in 2021 auch ändern und mir einfach überlegen, okay, wie viel kann ich sparen? Wie kann ich sparen und ja, mit welchem Ziel eigentlich auch dahinter. Dann mit dem Umzug verbunden ist auch, dass ich ausmisten möchte. Ich habe hier immer noch einen Karton stehen, den ich, seitdem ich hier eingezogen bin, was ungefähr 2 Jahre her ist, nicht ein einziges Mal geöffnet habe. Da drin sind Unterlagen aus meiner Ausbildung und aus meinem Bachelor, wo ich dachte, ja, die brauche ich definitiv nochmal. Ganz bestimmt kommt die Situation, in der ich nochmal Buchführung brauche und hier haben, wie heißt denn das? Haben und das andere Konto. Oh, ich weiß es schon gar nicht mal. Vielleicht sollte ich doch nochmal reingucken. Ups. Aber aktives Konto und passives und was weiß ich was. Uff.
Ich brauche es wahrscheinlich wirklich nicht und ich kann es tatsächlich aussortieren und wegschmeißen. Da ist auch ganz viel rechtliche Sachen drin, die wahrscheinlich auch schon überholt sind und gar nicht mehr aktuell sind von meiner Ausbildung. Ja, da sind alte Abschlussprüfungen drin zum Üben, die ich hatte. Braucht auch kein Mensch mehr irgendwie. Also vor allem ich brauche die nicht mehr, weil ich habe die Abschlussprüfung schon bestanden. Also könnte ich die auch einfach wegschmeißen. Aber ich habe auch ganz viel anderes Zeug, wenn ich mich hier so umgucke in meiner Wohnung, wo ich sage, ja, das könnte man irgendwann mal noch gebrauchen. Aber ich ziehe das Zeug schon bestimmt durch 3 Wohnungen mit mir durch. Und wenn ich es jetzt in 3 Wohnungen noch nicht gebraucht habe, ja, dann wird die Zeit, glaube ich, auch nicht mehr kommen, wo ich das nochmal gebrauchen könnte. Also Ausmisten ist ein großes Ding für 2021. Kommen wir mal zu dem Thema irgendwie Gesundheit oder so. Und da würde man jetzt normalerweise sagen, ja, ich möchte wieder mehr Sport machen und so. Ich sehe da aber gerade meine Motivation nicht. Also ich war eine sehr lange Zeit sehr motiviert, immer ins Fitnessstudio zu gehen, bin da sehr regelmäßig gewesen, habe das auch super gerne gemacht. Also ich fand es immer richtig cool, da Gewichte zu stemmen und sowas. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber mit dem Umzug hierher, mit meinem Studium, hat die Lust irgendwie nachgelassen. Dann kam der Lockdown und auch da am Anfang habe ich noch mit Homeworkouts gearbeitet und irgendwie 6 Wochen wirklich durchgezogen, dass ich 3-mal in der Woche ein Workout gemacht habe. Aber dann war irgendwie die Luft raus und die Luft ist immer noch raus, dass ich da gar keine Lust drauf habe, Sport zu machen. Und ich sehe es gerade auch nicht, dass das wieder kommt. Deswegen möchte ich mir da keinen Vorsatz machen, dass ich mehr Sport mache oder wieder zu meiner alten Form zurückfinde. Aber was ich gemerkt habe, ist einfach meine Haltung, also jetzt, wenn ich es sage, ne, fällt es mir auch richtig krass auf, ne, meine Haltung ist richtig schlecht geworden, weil ich immer so vorm PC sitze, fällt alles irgendwie so ein und ich habe keine schöne Haltung mehr und die hätte ich gerne wieder. Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte Spagat lernen und dafür muss man sehr beweglich sein und sehr gedehnt sein und ich glaube, das wirkt sich auch auf den ganzen Körper aus, dass man auch wieder eine bessere Haltung einfach hat und darauf möchte ich hinarbeiten. Und dann unter Thema Gesundheit fällt bei mir auch mein Schlafrhythmus. Zurzeit pflege ich den Schlafrhythmus, dass ich irgendwann zwischen 1 und 2 ins Bett gehe, da dann noch ein bisschen lese, immer noch nicht müde bin, bis um 3 ungefähr wach liege, dann einschlafe und dann manchmal stehe ich um 8.30 Uhr auf, manchmal stehe ich aber auch erst um 11 Uhr auf. Und klar, wenn ich um 3 Uhr erst einschlafe, 7-8 Stunden später ist halt nun mal 10 oder 11 Uhr, aber dann ist der Tag schon halb vorbei und es nervt mich. Und es nervt mich, dass ich nicht vor 2 Uhr morgens einschlafe. Von daher möchte ich da einfach gucken, dass ich wieder zu einem normalen Schlafrhythmus zurückfinde oder auch einfach einen normalen Tagesrhythmus. Also, dass man irgendwie um 8 Uhr nicht mehr oder um 9 Uhr nicht mehr im Bett liegt, sondern dass man da schon gefrühstückt hat und seinen Tag beginnt oder beginnen kann. Und dann eben auch nachts schlafen kann um 11 oder 12 und nicht erst um 2 oder 3. Dann habe ich noch den Bereich Hobbys. Da hatte man ja jetzt eigentlich in letzter Zeit sehr viel Zeit zu, aber ich würde sagen, Netflix und Amazon Prime bingen ist kein Hobby, das man haben sollte. Ich lese sehr gerne, ich mache das von mir aus, deswegen ist es auch kein Ziel, was ich mir da mehr vornehmen möchte, was ja viele als Ziel nennen, dass sie mehr lesen möchten. Ich finde, ich habe da schon einen ganz guten Schnitt von dem, was ich lese oder wie viel ich lese. Deswegen habe ich mir was anderes ausgesucht. Und zwar wäre ich gerne diese Freundin, die sagt, ach guck mal, du ziehst in eine neue Wohnung, hier, ich habe einen Ableger für dich. Eine neue Pflanze für deine neue Wohnung. Ich wäre gerne die Freundin, die Blumen, also Pflanzen verschenkt, nicht Blumen, sondern wirklich echte Pflanzen und sagt, ach guck mal, die gefällt dir, hier hast du einen Ableger davon. Das wäre ich gerne, deswegen hätte ich gerne mehr Pflanzen in meiner Wohnung. Die Wohnung hier ist sehr dunkel und sehr klein. Von daher habe ich hier nicht wirklich Platz mehr zu haben und mehr zu pflegen. Ich habe 2 Pflanzen und denen geht es ein Wunderbärchen. Die haben die Prime Position hier in meinem Kämmerlein, aber für mehr reicht es leider nicht. Deswegen, wenn ich umziehe, ausziehe, eine neue Wohnung ziehe, dann möchte ich da gerne mehr Pflanzen haben und mich um die kümmern können. Weil es gibt Pflanzen, denen geht es wunderbar bei mir und andere, die sterben schnell. Und das tut mir immer sehr leid um diese Pflanzen. Deswegen möchte ich da einfach ein bisschen
Werde ich ausprobieren, gucken, was für Pflanzen bei mir überleben, an welchen ich Spaß habe, welche ich schön finde. Und mich da ein bisschen weiterbilden und das gerne als Hobby machen. Und ein zweites Hobby, was ich jetzt gerade auch wieder betreibe und wieder entdeckt habe, ist YouTube. Beziehungsweise eher das Filmen und Schneiden. Ich meine, dass es dann am Ende auf YouTube landet, ist eher so ein Ding, keine Ahnung, zur Selbstverwirklichung oder damit meine Mama weiß, was ich eigentlich den ganzen Tag treibe. Ja, ich habe in letzter Zeit die Videos von Korea wieder angeguckt und das hat so viele Erinnerungen zurückgebracht und es war einfach so cool zu sehen, was damals in dieser Zeit bei mir los war, was ich erlebt habe und diese Erinnerung als Video zu haben, ist irgendwie nochmal cooler oder nochmal anders als mit Fotos oder einfach die Erinnerung an sich haben. Ich fand es cool, diese Videos, diese kleinen Snippets nochmal zu sehen und zu sagen, ach stimmt, das war ja, das war richtig cool. Oder auch meine Haare zu sehen und ich fand so, hey, in Korea hatte ich gute Haare. das war ein sehr witziges Learning. Ja, deswegen, ich möchte wieder ein bisschen mehr YouTube-Videos machen, beziehungsweise allgemein einfach Videos machen, ein bisschen mehr wieder in das Schneiden reinkommen, meine Kamera wieder neu entdecken. Ich habe mir jetzt Videos dazu angeguckt, wie man die eigentlich richtig bedient und war wieder so, ah, stimmt, das konnte man mit der machen, das war ja total cool. Wo ich jetzt das erste Mal, als ich sie wieder angemacht hatte, ein bisschen wie der Ochs vorm Berg stand und nicht wusste, welche Einstellung ich denn jetzt eigentlich genau machen muss. Ja, von daher, das war einfach so cool, das wieder zu machen und hat mir Spaß gemacht. Und deswegen möchte ich das auch wieder weiterhin machen. Eine Sache habe ich noch. Ich möchte wieder mehr reisen. Ich hatte eigentlich vor, nach meinem Studium, das ich eigentlich 2020 beenden wollte, eine Südostasienreise zu machen. Ich hatte schon geplant, welche Länder ich sehen möchte, welche Städte ich sehen möchte und habe mich schon richtig drauf gefreut und richtig drauf hingearbeitet irgendwie. Und dann kam ja im März diese Vollbremsung. Und dann war es so, okay. Das wird nicht stattfinden. Naja, vielleicht kann man ja was in Europa machen und habe mich dann mit Interrail auseinandergesetzt, dass man da einfach eine coole Reise macht durch Europa. Why not? Ich meine, es gibt verdammt viele coole Städte in Europa. Einige stehen davon auch auf meiner Bucketlist. Wäre doch eigentlich wunderbar. Ja, dann war Lockdown mit Grenzsperrungen und allem und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht sollte man aktuell nicht reisen. Und ja. Dann habe ich mir auch den Sommer über irgendwie erzählt, ich kann nicht reisen, ich kann nicht weggehen, ich kann nicht irgendwo hinfahren. Das ist ja alles viel zu gefährlich. Ich möchte ja nicht dafür verantwortlich sein, dass sich Corona weiter verbreitet. Womöglich stecke ich noch jemanden an, der damit nicht so gut klarkommt, wie ich wahrscheinlich damit klarkommen werde. Das wäre ja richtig blöd. Und deswegen habe ich in der Zeit tatsächlich wenig gemacht oder gar nichts gemacht. Ich bin gar nicht gereist. Und das bereue ich jetzt so ein bisschen, weil ich meine, im Sommer, es wäre wahrscheinlich schon echt okay gewesen, irgendwo hinzufahren, irgendwo hinzureisen. Innerhalb Deutschlands. Ich meine, auch in Deutschland haben wir sehr schöne Städte und Gegenden, die man sich angucken kann. Und ich habe einfach bei allem so gesagt, nee. Und ja. Ich habe die Zeit gerade, ich hätte da auch das Geld gehabt, das zu machen. Ich ärgere mich, dass ich es nicht gemacht habe und das möchte ich jetzt dieses Jahr ändern. Ich möchte wieder mehr reisen und auch wenn es das heißt, dass ich alleine irgendwo hinreise, was ich noch nie gemacht habe, möchte ich das gerne machen, weil ich nicht weiß, wie die Situation gerade weitergeht und ich weiß, die Zahlen sind gerade jetzt immer noch sehr hoch, habe ich mir als Ziel oder als Motivation einfach nur gesetzt, ich möchte meinen Geburtstag nicht zu Hause verbringen. Der ist relativ spät im Jahr. Von daher denke ich, das könnte ganz gut klappen, dass ich da irgendwo hinreisen kann. Und jetzt bin ich so ein bisschen gespannt drauf, ob ich da alleine reise, ob irgendjemand mit mir mitreisen möchte, irgendwas zusammen machen möchte. Ich glaube, ich hatte kein Problem damit, auch irgendwo alleine hinzugehen. Und deswegen, ich freue mich darauf, so ein bisschen zu planen, zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, wo kann ich hin. Und diese Challenge dann einfach zu machen. Das ist ja so eine kleine Herausforderung, die ich mir wahrscheinlich selber setze. Da einfach mutig zu sein und mich was zu trauen. Genau. Ich glaube, das waren jetzt aber alle Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte, die ich erreichen möchte. Oder die ich 2021 anders machen möchte als 2020. Und ich weiß, es ist einfach nur ein neues Jahr. Alles, was sich ändert, ist eigentlich das Datum und das war's. Also ich meine, Corona ist nicht vorbei. Ich
bin jetzt nicht auf einmal mit meinem Master fertig, nur weil ich sage, ich wäre es gerne. Also da gehört einfach sehr viel Arbeit dazu, die ich noch reinstecken muss. Das ist mir alles bewusst und klar. Aber ich finde, ein neues Jahr ist ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, wie war das letzte Jahr, wie soll das kommende Jahr werden. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Vielleicht hat ja der ein oder andere Bock auch jetzt ein bisschen zu planen und sich zu überlegen, was soll anders werden. Und in einem Jahr sehen wir uns vielleicht wieder. Und dann kann ich sagen, 2021 war ein richtig geiles Jahr. Und nicht so wie 2020 war ein Jahr, in dem ich in der Warteposition verbracht habe. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao!